Warte mal, das darf man doch gar nicht. 2020, was für ein Scheißjahr. Trotz allem gibt es jetzt wieder den traditionellen Jahresrückblick, den es schon seit 2 Jahren gibt. Ja. Bevor das Video jetzt so von Rekorden und so her losgeht, muss ich noch schnell eine Sache sagen. Und zwar hat YouTube die Funktion des aktivsten Abonnenten entfernt. Also wird dieses Jahr nicht von YouTube her ausgewertet, sondern von mir. Ich werde schauen, wer so am meisten geliked hat, wer am meisten Kommentare geschrieben hat, so. Und dann werde ich die Top 3 raussuchen und euch vorstellen. Natürlich immer so spannend wie die letzten beiden Jahre. In diesem Jahr sind es insgesamt 19 Videos veröffentlicht worden, davon mit einer Quote von 1617 Klicks. Die meistgeklicktesten Videos dieses Jahr waren, so wie letztes Jahr, nur Obst drin in Lego mit 1775 Klicks. Der zweite Platz ist das Lego Brawl Stars Video, das ich vor mehr als einem Jahr hochgeladen habe. Das hat mittlerweile 1454 Klicks. Auf dem dritten Platz ist der Favorit vom vorletzten Jahr, und zwar das Lego Detroit Become Human Video. Das hat nämlich 1042 Klicks. Und das wenigst gelikte Video ist immer noch, also so wie letztes Jahr, das Lego Thor Infinity War 76102 Review mit 25 Klicks. Seit neuestem kann man auch auf YouTube sehen, wer die meisten Herzen von mir erhalten hat, also wer die nettesten Kommentare geschrieben hat, und das war Dennis Punk. Kommen wir nun zu den meistgelikedesten Videos, und das hat mich echt super überrascht. Als ich nämlich gerade geschaut habe, welches es ist, habe ich gesehen, dass das nur Obst drin Video 40 Likes hat. 40 Likes. Vielen, vielen Dank. Letztes Jahr war das meistgedislikedeste Video das nur Obst drin Video, aber dieses Jahr ist es das Lego Brawl Stars Video mit insgesamt 13 Dislikes. Sorry. Natürlich nach der Werbung. Wie gerade schon angekündigt, kommen jetzt die aktivsten Abonnenten. Und wie auch ich schon letztes Jahr gesagt habe, es soll sich jetzt niemand beleidigt fühlen, wenn er jetzt mal nicht auf der Liste ist, weil es ist einfach so, es ist ziemlich schwer jetzt ohne diese Funktion bei YouTube das auszuwerten, und wenn jemand aktiver ist als die Leute, die halt da Kommentare schreiben, dann seid ihr halt die aktivsten Abonnenten. Aber das Problem ist, wie gesagt, ich kann leider nicht sehen, wer jetzt wenig Kommentare schreibt und am aktivsten ist, weil das ist für mich ein bisschen schwer, weil ich muss es ja auch alles auswerten. Also dann tut es mir leid, wenn ihr die aktivsten wart und jetzt nicht auf der Liste seid. Ich kann hier nur Leute, bei denen ich sehe, dass sie aktiv waren, in die Liste reinpacken. So, kommen wir nun zum dritten Platz der aktivsten Abonnenten des Jahres 2020. Dieser Abonnent hat ziemlich viel geschrieben und unter anderem auch auf Englisch. Denn der drittaktivste Abonnent des Jahres 2020 ist Scotty Blocks. Danke für deine zahlreichen und netten Kommentare dieses Jahr. Es hat mir immer Spaß gemacht, die zu lesen und zu beantworten. Danke dir auf jeden Fall. Kommen wir nun zu einem Abonnent, den man vorerst nicht auf diesem Platz erwartet hätte. Zu diesem Platz werde ich aber später noch etwas genaueres sagen, da er die letzten 2 Jahre einen anderen Platz belegt hatte. Die Rede ist vom einen der aktivsten Abonnenten, Dennis Punk. Das wird es einige geschockt haben, aber ich werde, nachdem ich den ersten Platz genannt habe, auf jeden Fall noch viel mehr dazu sagen. Kommen wir nun zum ersten Platz der aktivsten Abonnenten dieses Jahres. Mit 23 Kommentaren dieses Jahr hat sich der Abonnent ziemlich schnell hochgearbeitet. Der erste Platz des Jahres 2020 der aktivsten Abonnenten ist Liam Grau. Danke dir, Liam Grau, du bist tatsächlich dieses Jahr der erste Platz geworden, aber ich werde gleich noch etwas dazu sagen. So, wie ihr wahrscheinlich alle schon bemerkt habt, kenne ich den ersten Platz, und zwar Liam Grau persönlich. Das merkt man auch teilweise an den Kommentaren, die er schreibt. Und da die Kommentare jetzt nicht so viel mit den Videos so zu tun haben, muss ich jetzt noch schnell was dazu sagen.
Die Streak von Dennis Punk wurde gebrochen. Er war jetzt 2 Jahre hintereinander der aktivste Abonnent und ist jetzt 2. Platz geworden. Und da Liam Grau eher merkwürdige Sachen in die Kommentare geschrieben hat, ernenne ich hiermit Dennis Punk zum 2. ersten Platz des aktivsten Abonnenten des Jahres 2020. Außerdem, um das nochmal schnell zu erwähnen, Dennis Punk ist der aktivste Abonnent auf meinem Kanal seit Anfang an. So, das war jetzt der letzte Punkt des Jahresrückblick-Specials und ich wünsche euch jetzt alles ein neues und gesundes Jahr und auf jeden Fall ein schönes Jahr 2021. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder oft genug und anscheinend ist der Impfstoff schon da, also könnte es nächstes Jahr eventuell wieder gut werden von Corona her und Normalität. Jetzt wünsche ich euch ein neues frohes Jahr, auch ohne Feuerwerke, vielleicht macht ihr es ja, ich schätze mal kleine kann man schon machen. Und ja, haut rein. Ciao. Bis ins nächste Jahr.